Haben Sie sich auch schon diese eine Sekunde aus dem Leben weggewünscht? Wenn der Alltag plötzlich einen Riss bekommt, dann klingelt bei uns das Telefon. Früher wäre ich losgestürmt, um die Welt zu retten. Mit zunehmender Erfahrung wandelte sich diese Utopie zur Faszination für Menschen und ihre Geschichten. Schrecksekunden dehnen sich in der Wahrnehmung der Betroffenen. Danach sind sie geschockt, aufgewühlt und verletzlich. Emotionen. Der Polizeialltag ist voll davon. Hier Glück, dort Tragödie. Von diesem Unfall höre ich über Funk, während ich einen Tankstellenshop beobachte. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Gestern Morgen, herrlich geschlafen. Aber dieser Tankstellenräuber, für das bisschen Bargeld droht er mit der Pistole. Wir müssen ihn erwischen. Meine Familie schläft noch. Ich bin Fahnder und finde, die Leute sollen sich sicher fühlen. Dafür ist die Polizei da. Die Mutter vermutet, ihr Ex-Mann verschwinde mit ihrer Tochter in sein Heimatland. Hier auf dem Sozialamt diskutierte ich oft mit den beiden. Er wollte nie Verantwortung übernehmen. Das Sorgerecht bekam schließlich die Mutter. Und jetzt das. Das wäre Kindesentzug. Die Polizistin auf dem Flughafenposten versteht sofort. Gelingt ihm sein Vorhaben, verlieren alle. Ganz besonders die Kleine. Die Polizistin braucht die Sorgerechtsbescheinigung. Dann könne sie allenfalls einen Abflug verzögern. Im Kopf spiele ich immer wieder durch, wie alles laufen muss, wenn der Tankstellenräuber plötzlich dasteht. Mentales Training, Wachsamkeit. Mit meinem Chef und den Kollegen aus anderen Abteilungen diskutieren wir regelmäßig Anhaltspunkte und neue Fahndungsmethoden. Beispielsweise Geographic Profiling. Damit können wir jetzt gezielter überwachen. Inzwischen ist der öffentliche Druck recht groß. Verständlich. Was ein 94-jähriger Rentner von seinem Spaziergang. Suchaktion. Das betrifft die Regionalpolizei. In diesem Schulhaus hat ein Sexualdelikt die Schüler aufgeschreckt. Ich bin bei der Polizei für diesen Fall zuständig. Die Verunsicherung ist groß. Auch beim Lehrer. Eine weitere Geschichte beschäftigt ihn. Ein Schüler sei statt in der Schule oft bei einem Nachbarn. Dieser behauptet, den Jungen beim Lernen zu unterstützen. Ich werde mal abklären, ob uns etwas bekannt ist. Heidi! Wir sind in Hiwil, Gierabach, gell? Alter, ich mache, ich schicke dir die 5. Meine Damen und Herren, Ihr Swiss-Allianz-Flug LX14 wird aus technischen Gründen verspätet sein. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich muss schmunzeln. Schatz, fahr nicht oben ohne, meinte meine Frau heute Morgen zum Abschied. Die Warnweste. Aber Risiko ist eh nicht mein Ding. Ich bin Fahrlehrer und fürs Leben gerne auf Rädern unterwegs. Nur fliegen wäre schöner, habe ich bis heute gedacht. Der Verdacht war begründet, vorbestraft. Sexuelle Handlungen mit Kindern. Dem Lehrer darf ich diese Informationen noch nicht weitergeben. Er soll vorläufig nichts unternehmen und einfach melden, wenn sich was tut. Aber bei uns läuten die Alarmglocken. Der Junge muss geschützt werden. Jetzt auch eine konkrete Straftat, die er jetzt auch begangen hat. Es ist ja so, dass der Schuss erzogen hat. Guten Abend. Das Mädchen, das hat einen Bär dabei, einen Plüschbär, einen Braunen. Das darf doch nicht wahr sein.
Eben hat der Tankstellenräuber einen anderen Shop überfallen. Wieder mit Pistole, den Finger am Abzug. Extrem gefährlich. Wir würden hier abbrechen und treffen uns. Wir wissen jetzt, der Ex-Mann ist mit seiner Tochter auf Gate E. Beim Einsteigen sollten sie ihn erwischen. Mein Chef mit einem neuen Auftrag. Die Abteilung für Sexualdelikte hat gemeldet, ein Mann lockt Schüler zu sich und missbraucht sie. Warum tut einer sowas? Verstanden, sind Sie gut, drücken durch nach Gierenbad. Ein vermisster Mann in diesem Alter. Hoffentlich kommt das gut. Ja, ich sehe es da, es ist ein weitläufiges Gebiet eigentlich. Ja, verstanden. Wir haben jetzt mit unseren Leuten das Gebiet abgesucht und haben leider nichts können finden. Es wird langsam dunkel. Könntest du noch einen Hund brauchen? So habe ich mir das mit dem Fliegen nicht vorgestellt. Ja, und dann beim Brütiseller Kreuz, wo ist es denn genau? Die Sanitäter fuhren per Zufall zwei Wagen hinter uns und waren überzeugt, nach einem solchen Überschlag ist er mindestens schwer verletzt. So wie kürzlich. Ein ähnlicher Unfall, erzählt der Polizist, aber mit schlimmen Folgen. Die Schrecksekunde dehnt sich zum Albtraum. Unerträglich der Gedanke, ich könnte dort liegen. Verkehrspolizei, Rega-Heli, Ärzte, Ambulanz, Sanitäter. Jetzt entscheidet jeder Handgriff über mein Leben. Und wer würde meine Familie benachrichtigen? Der Unfallfotodienst haben. Und am Schluss all der Aufwand hinter den Kulissen. Befragungen, Spuren auswerten, Rapporte schreiben. Ich jetzt an der Unfallstelle abschleppen. Und angenommen, ich würde wieder gesund, könnte ich dann weiterhin Motorrad fahren? Da kommt man schon ins Grübeln. Für einmal hatte ich Glück. Heute war der Schüler nicht beim Nachbarn. Gut, wir werden auch morgen überwachen. Wir hatten einen Bub, der eigentlich regelmäßig zu ihm geht, um den Schulsozialarbeiter zu sehen. Ja, das ist er. Nur noch schnell bei einer weiteren Tankstelle vorbei. Das lässt mir keine Ruhe. Dann Feierabend, nach Hause, endlich. Hey, Sie haben den Rentner gefunden. Gut gemacht. Polizeifunk hält die Sinne wach. Jetzt kommen schon Tankstellenräuber. Unser Team wartet seit Wochen. Was? Er kommt wirklich. Kaputt.
Jetzt abwarten, bis er wieder draußen ist. In sicherer Entfernung zum Shop. Doch entwischen darf er uns nicht. Ich muss ihn haben. Ich muss ihn haben. Feldweg, Richtung Box, komm! Er muss da irgendwo sein. Polizei, wo du weg an den Schüssen? Ist gut, ja. Und zwar hat der Vater den Täter verhaftet nach einem Schusswechsel und vorgängig war ein Tankstellenüberfall. Ja, verletzt ist keine? Nein, verletzt ist niemand. Und der Amtor auf dem Rundlerein, der ist schon wohl. So ist es also, wenn sich die Zeit dehnt. Immer wieder trainieren wir das Schießen. Und doch hofft jeder, dass er die Waffe nie braucht. Warum setzt der Typ für eine Handvoll Bargeld Leben aufs Spiel? Naja, wir haben ihn. Das Team ist erleichtert. Und ich? Ich will nur noch eines. Heim zur Familie. Ich bin der mit dem Überschlag. Heute gibt es ein großes Fest. Love Ride. Kinder mit Behinderung dürfen eine Runde mitfahren. Ein Glück für die Kleine und ihre Mutter. Auch für den Vater wäre das nicht lang gut gegangen. Die Polizei hat wirklich schnell gehandelt. Dominik entschied sich für meine russische Klapperkiste. Keine Großveranstaltung ohne Polizei. Das ist ein schöner Job. Sonne, Motorradfahren, die Strecke aus der Luft sichern. Bestimmt eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Wir drücken aus für einen Suchflug. Es ist ein Gleitschirmpilot abgestürzt, und zwar unterhalb der Scheibe. Hier Glück, dort Tragödie. Während hier gefeiert wird, dehnt woanders eine Schrecksekunde die Zeit.